So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich habe sogar ein bisschen dekoriert, denn wir wollen heute mal Glühwein testen vom Knossi, König Knossi, den Alge Glühwein. Weil ich meine Videos ja immer so lieblos hinrotze, habe ich sogar extra mir wieder diese komische Mütze rausgesucht. Die hatte ich schon ganz tief in die Katakomben versenkt, habe sie jetzt wieder aufgesetzt, weil ich dachte, das passt dazu. Und eigentlich hatte ich mir sogar hier einen Kranz hingestellt, habe den Gefrierschrank raus, den Kranz da rein angemacht, aber irgendwie sah das sehr komisch aus. Ich habe ein komplett gelbes Gesicht gehabt, deswegen habe ich es jetzt gelassen. Wird es halt wieder lieblos hingewuchtet, dieses Video. Worum geht es aber? Ich habe im Kaufland gesehen, als ich mit Pupsi wieder mal im Kaufland war, da gibt es den Alge Weißer Glühwein. Und der sieht eigentlich richtig genial aus. Und gleichzeitig habt ihr hier drüben noch Alge Glühwein, was natürlich dann der rote ist. Wir schauen momentan ja immer Seven vs. Wild, meistens Donnerstag zwei Folgen zusammen, seitdem Naturi nicht mehr dabei ist. Viele Leute haben da Knossi jetzt erstmal auf dem Schirm gehabt aus unserer Community. Andere Leute, die vorher noch nichts gesehen haben, aber eigentlich ist er ja mega bekannt. Die Algenliköre fand ich jetzt nicht so prickelnd, ich muss es nochmal dazu sagen. Den Eismint, das war der beste, die anderen alles ist leider gar nichts für mich. Hat aber jeder einen anderen Geschmack. Aber bei Glühwein kannst du eigentlich nichts falsch machen, geht ja immer. Ich möchte euch nochmal hier das zeigen, wie das ausschaut. Ihr habt also hier bei dem Weißen natürlich diesen goldenen Papp hier oben, habt dieses Etikett. Hier ist alles so gelb und golden im Hintergrund gehalten. Ihr habt hier diese goldene Algeschrift, die glänzt wie ein Fadder. Hier unten steht nochmal Weißer Glühwein, powered by Knossi X. F.U. Also Fiju, F.U. irgendwas. Guckt mal das Lebkuchenmännchen hier hinten. Diese kleinen Details. Natürlich, eigentlich gefällt mir die Fresse gar nicht, weil... Ja, das ist so übertrieben komisch geguckt. Und hinten drauf, ich kann euch den Text mal vorlesen. Das königliche Schloss Knossi ist umhüllt mit Schnee und es herrschen eisige Temperaturen im ganzen Königreich. Ausgefroren macht sich König Knossi auf den Weg in Fuse Brauhaus. Ich spreche es jetzt einfach so aus. Meine lieben Braumeister, es ist unerträglich eisig. Selbst Decken helfen nicht mehr. Habt ihr einen Trank, der meinem Leib von innen wärmt? Ja, eure Hoheit, ihr liebt doch den Wein aus dem Süden. Diesen haben wir mit Gewürzen verfeinert und erhitzt. Möchtet ihr davon kosten? Dem König wurde sofort warm ums Herz. So werden wir durch den eisigen Winter kommen. Verteilt diesen Glühwein im gesamten Königreich. Oder schützen Ramses in die Ranse und dann ist alles gut. Trinkfertig, nur erwärmen, nicht kochen. Ne? Deswegen werde ich jetzt mal den Weißen aufmachen, probieren. Und natürlich auch den Roten. Hier also auch dasselbe Etikett, alles hin und her. Nur, dass hier rote Aspekte im Hintergrund sind. Er hier natürlich diese rote Kutte anhat. So richtig Weihnachtsmann-mäßig diese Kutte. Das breite Grinsen ist am Start. Auch wieder die goldene Alge-Schrift. Hier ist es halt kein roter Weihnachtsanzug, hier sieht es eher aus wie ein Schneemann, Schneemannsanzug. Die hauen wir jetzt auf jeden Fall beide hier hin fürs Thumbnail. Ich weiß nicht, wie man die am besten zeigt, sodass man die sieht. So, und jetzt erhitze ich die beide in diesen Cappuccino-Bechern. Weil ich aber froh bin, diese Tasse zu haben, werde ich aus dieser Tasse trinken und ihn hier darin drin erhitzen. Also eigentlich total sinnlos. So, kurz Mikrowelle und gleich zurück. So, der Glühwein ist fertig und ich möchte euch nochmal zeigen, das ist mit Belichtung. Sieht das etwa gut aus? Das sieht komisch aus, aber ich glaube, den Rest des Videos werde ich jetzt einfach diese Belichtung anlassen. Haben wir jetzt alles hier aufgebaut. Das ist der Kranz, das ist der Weiße, das ist der Rote, da stehen sie alle, da können sie zum Fenster rausgucken. Und jetzt habe ich gedacht, ich will aber auch mal probieren, wie das ist, wenn das kalt ist. Das heißt, ich habe auch mein Berliner Luftgläschen. Wir werden jetzt erstmal den weißen Glühwein probieren. Käse hat, glaube ich, gesagt, der Rote schmeckt ganz gut, der Weiße war jetzt nicht so sein Fall. Wir nehmen einen Shot von dem weißen Alge-Glühwein. Sieht das nicht feierlich festlich aus? So, heute ist noch Raidstunde bei mir. Mal gucken, ob ich das noch schaffe.
ein weißer Shot von dem weißen Glühwein. Riecht sehr unspektakulär, aber nicht aufdringlich, das ist schon mal sehr gut. Er brennt ein bisschen im Abgang, im Rochen, aber 9,1% voll. Schmeckt wie ein Wein, aber weiß ich nicht, nicht so herb, nicht so bitter. Wir sind schon wieder bei Biervariation, also ist ein bisschen süß, lässt sich trotzdem gut trinken. Kann ich nicht sagen, was genau das sein soll, aber ja, würde ich sogar so einfach kalt trinken, warum nicht? Jetzt haben wir aber hier unsere weiße Cappuccino-Tasse und hier haben wir gesagt, ich möchte gerne aus der Katzenpersonaltasse trinken, deswegen schütten wir den jetzt mal kurz hier um. Verdampft es noch, gleichzeitig ist natürlich dann die heiße Tasse weg und die kalte Tasse ist da, wodurch der nochmal schön abkühlt. Probieren wir mal jetzt die heiße Variante vom weißen Alge. Das, was eben noch so ein bisschen sehr säuerlich und herb war, ist irgendwie jetzt komplett weg, ist komplett gewichen. Schmeckt einfach jetzt nur noch süß und heiß, aber irgendwie angenehm trotzdem. Also schmeckt mir ganz gut. Zum Preis von 4,50 Euro oder wo das ist, muss ich sagen, finde ich auch total, ist in Ordnung. Andere Glühweine, gut, du kannst für 1,99 eine Flasche kriegen, du kannst für 3,99 eine Flasche kriegen. Und wenn du den Knossi unterstützen willst, da 4,50 zu bezahlen, finde ich, passt. Für einen Likör 13 Euro zu bezahlen, der nicht schmeckt, nee, das lieber nett. Da lieber ein Pfeffi für 3 noch was, dann passt das schon, habt ihr auch Likör. Aber bei dem Glühwein hier, muss ich sagen, kann man nichts falsch machen, erstmal. Oh, der schmeckt so gut. Auf jeden Fall schmeckt er trotzdem richtig gut. Jetzt habe ich auch ein ganz warmes Gesicht. Den süffeln wir mal weg und dann probieren wir mal die kalte Variante vom Roten. Oh, jetzt habe ich den Spezialtrick rausgefunden. Einfach den Mund aufmachen, alles in den Mund reinlaufen lassen und dann nur noch runterschlucken im Ganzen. Nicht Stück für Stück versuchen, da irgendwo irgendwas rauszuziehen. So, Rot, her, Glas, her, Berliner Luft, her, Rot. Wenn Käse sagt, der Rote schmeckt gut, der Weiße nicht so, den Weißen ich aber jetzt eigentlich richtig gut fand. Also auf jeden Fall trinkbar, dann bin ich mal gespannt, was der Rote jetzt macht. Denn hier ist der Rote, das ist der Rote in der Weihnachtsstimmung. Thomas, Grüße gehen raus. Der Rote in der Weihnachtsstimmung. Im Vergleich zu dem weißen letzten Geschmack finde ich den ein bisschen matt auf der Zunge. Legt sich richtig ab. Legt sich auf die Zunge drauf, aber auch den roten. Füllen wir mal um. Fundet das hier in die Katzenpersonal und schauen wir mal, was der macht. Riecht. Ich finde, der Weiße riecht irgendwie winterlicher, wenn ich jetzt aus den Tassen direkt vergleiche, aber egal, probieren wir mal das Katzenpersonal, das Rote. Der auch 9,1. Der Rote hat 8,7%. Der Weiße, wie gesagt, 9,1. Also der Rote ist nicht so stark, aber schmeckt mir trotzdem irgendwie herber. Irgendwie bitzelt er mehr auf der Zunge. Hat einen strengeren Geschmack. Ich finde den Weißen irgendwie lieblicher. Also ich persönlich finde den Weißen besser als den Roten. Den Roten kann man trotzdem trinken, aber
Wenn ich noch einen kaufen würde, dann den weißen. Ist auch mal was anderes, weil die meisten kaufen immer sowieso roten Glühwein und der Glühwein muss immer rot sein, überall hin und her. Da würde der Ramses auffallen, wenn er so eine weiße, edle Schneejacke mitbringt und boah, diesen durchsichtigen weißen Glühwein in der Hand hat. Die möchte ich übrigens mitnehmen, wenn wir in die Familie fahren, damit ich da das Muttertier mal probieren lassen kann und die Tante und den Onkel und sonst was, wer da alles da ist. Und mal gucken, was die dazu sagen. Euch wünsche ich auf jeden Fall noch fröhliche Weihnachten. Ich weiß nicht, ob das hier überhaupt online kommt oder nachträglich. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Bescherung gehabt. Könnt ihr mal reinschreiben, wie euer Weihnachtsfest so war. Ne? Und ob ihr auch schon mal den Knossi-Alge-Likör probiert habt oder auch den Knossi-Alge-Glühwein. Also, ich würde den Glühwein dem Likör auf jeden Fall vorziehen und habe da sogar noch einen, der mir besonders gut schmeckt und einen, den du so eher als Standard-Glühwein abdümmeln kannst. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.